Mutter immer zwischen Belgrad und Zagreb gependelt ist. Ja. Sie hat damals gearbeitet als Korrespondentin aus Belgrad. Und das sind diese drei Fenster hier unten, weißt du? Und heute finde ich. Wie ist das denn jetzt für dich hier? Ja, es kommen ein paar Erinnerungen hoch, aber ich habe nicht mehr so dieses Emotional? Ding. Das Land hat ihre Biografie, ich habe meine Biografie. Und meine Biografie ist, dass ich als junger Mensch mit 22 Koffer gepackt habe, weil ich an diesem bescheuerten Krieg nicht teilnehmen wollte. Und ich wollte auch nicht die Entscheidung treffen, liebe ich mehr meine kroatische Mutter oder meinen serbischen Vater. Das hättest du entscheiden müssen, oder? Für wen du kämpfst? Zum Beispiel. Ich wäre vielleicht in Vukovar, musste ich da auf irgendwelche Freunde aus Zagreb schießen oder so. Und das wollte ich nicht. Und ich hatte eine Tante in Recklinghausen, die hat gesagt, komm mal zu uns. Und so bin ich da gelandet. Hast du dein Land verlassen? Hast du es im Stich gelassen? Ich sehe das nicht so. Das Land hat mich im Stich gelassen. Ich sehe das eher so. Das ist das Zentrum Kroatiens. Kaufst du mir einen Apfel? Ja. Ja. Also 5,99 ist ein Kilo und 2 Kilo gibt es für 10 Kronen. Ach so. Also 5,99 ist so etwas weniger als Euro ein Kilo. Das ist wirklich günstig, ne? Ja. Wie teuer ist das Leben in Zagreb? Inzwischen sehr teuer. Der Durchschnittslohn liegt, glaube ich, in Kroatien bei 700, 800 Euro. Ja. So, such dir einen Applaus. Evo, dvije, može. Ne, u redu. Voila. Ciao. Was wir auf jeden Fall uns anschauen müssen und vielleicht auch probieren müssen, ist diese Frischkäse gemischt mit einem Sauerrahm. Das ist so sehr traditionell und sehr, sehr typisch so für Zagreb und Umgebung. Ich liebe das. Wenn meine Mutter mich fragt, was möchtest du heute Abend essen, so wenn ich anreisen soll, ja, weißt du, so in Kroatien, was soll ich vorbereiten? Ich sage nur Sira Vrhnje. Und. Ja. Frischkäse halt. Ja, aber schmeckt frisch. Viele befürchten, dass wenn Kroatien in der EU ist, die das gar nicht mehr produzieren und verkaufen dürfen, weil es wahrscheinlich nicht irgendwelchen Standards entspricht. Und es gab rechtsorientierte Strömungen in Kroatien, die dann damit Werbeslogans gegen EU gemacht haben, so nach dem Motto, wenn wir in die EU gehen, dann können wir das Ding nicht mehr essen. Ja? Das heißt, diese Omis, die haben so ein bisschen komisches Gefühl, ob dieser EU-Beitritt für die gut ist. Sag mir mal, was heißt danke, das war sehr lecker. Hvala, bilo je jako ukusno. Voilà. Es fällt dir sehr schwer, das zu wiederholen. Vielen Dank. Zagreb, here we come. Was sagst du? Ich finde auf jeden Fall voll gut, dass so eine schöne Stadt jetzt dazugehören wird. Ganz egoistisch. Ich auch. Also es gibt tatsächlich viele Kroaten oder einige meiner Freunde, die sind natürlich sehr selbstbewusst und viele sagen, naja, EU wird eher was, also von uns profitieren, als wir von der EU. Also die sind schon sehr so. Guter Gedanke. So gut, dass ich mal wissen will, wer sowas sagt. Danko stellt mir Ida Presta vor. Sie ist eine Freundin beim Fernsehen. Das ist jetzt öffentlich-rechtlich oder privat? Das ist privat, 24 Stunden. Und das ist Ida. Ciao, ciao. Hallo Ida. Sabine, hi. Nice to meet you. Hallo, Sabine. Ich bin noch gar nicht geschminkt. Ihr seid so pünktlich, das bin ich gar nicht gewöhnt. Wir sind Deutsche, was denkst du? Wir sind pünktlich. No problem. Was ist dein Job hier? Du bist Moderatorin, oder? Ich bin Moderatorin. Ich moderiere die Nachrichten und ich mache Beiträge. Und ich schreibe Kolumnen und ich mache auch noch Musik. Alles Mögliche. Boah, du arbeitest viel. Ja, ich arbeite viel. In zwei Ländern. In zwei Ländern? In Kroatien und in Serbien. Das ist echt krass. Ida liest die Hauptnachrichten und ich darf dabei sein.
Es ist üblich, in Kroatien mehrere Jobs zu haben. Üblich ist das nicht, aber die Tendenz bei jungen Menschen ist so, weil du mit einem Job einfach die Rechnungen nicht bezahlen kannst. Also du musst irgendwie noch einen Nebenjob haben oder irgendwas, wenn du ein gewisses Standard haben willst. Voila! Voila! Koala! Das heißt doch danke, wow, oder? Koala, koala. Koala. Ida und ich, das passt. Wir sind auch beide Europa-Fans. Do you feel European? Fühlst du dich europäisch? I feel European, as much as I ich fühle mich genauso europäisch, wie ich mich kroatisch fühle. I'm on your side. I'm for it, ich sehe es wie du. Wir treten bei, aber niemand hier ist so richtig begeistert darüber. And nobody's excited. Nobody's excited about it. We have a feeling that party is all. Für uns ist das ungefähr so, als würden wir auf eine Party kommen und das Buffet ist schon leer gefuttert. Das ist ein gutes Bild. Wir sehen hier auch die Nachrichten. Wir wissen genau, was die Engländer, die Deutschen und die Franzosen machen. Alle denken nur an sich. Das ist der Grund, weshalb wir gegenüber Europa so zurückhaltend sind. Kurz vor Mitternacht. Ich gehe mit Ida in einen Club. Sie tritt da mit ihrer Band Lolo Brigida auf. Noch einmal ein anderes Gesicht. Mit den Mädels backstage beim Fertigmachen. Drei Punkte auf der Wange bedeuten, du gehörst dazu. So einfach ist das mit dem Beitritt. Ich bleib aber doch lieber vor der Bühne stehen. In dieser Band spielen Bosnier und Slowenen mit Serben und Kroaten. Auch das ist Balkan, alle zusammen, keine Politik. Eine Verabredung habe ich noch. Und dafür fahre ich wieder in den Süden. Ich treffe einen Kroaten, der lange in Deutschland gelebt hat. Er hat ein kleines Landhotel eröffnet. Das wird interessant zu erfahren, wie er den Beitritt sieht. Hi, grüß dich. Sabine. Und hier, das ist die Bibliothek. Da wir ja quasi ein Literaturhotel sind, hatten wir dann schon also alles, was in Kroatien oder auf dem Balkan fast schon Rang und Namen hat, war hier. Und, ja. Oh, großartig. Wie lange bist du jetzt schon wieder in Kroatien? Wieder 13 Jahre. Ach ja, okay. Eigentlich gehen wir da hoch und dann schlagen wir uns da in die Büsche. Wie kommst du nur bei den Kroaten so an? Das ist das Dorf von meinen Urgroßeltern. Mhm. Wir sind hier hingekommen und automatisch alle waren da, da bist du ja endlich. Obwohl ich früher nicht hier viel war. Aber meine Familie ist hier, automatisch gehöre ich hier. Ich bin absoluter Einheimischer. Keiner wird sich trauen, irgendwas zu sagen, hey, was willst du denn hier? Ist doch auch ein schönes Touristenprogramm, oder? Spargel suchen in Kroatien. Ja. Ja, ich hab einen. Der Erste. Ich meine, ne, find das mal in dem ganzen Grün. Das ist, bist du sicher? Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Davon werden wir zwei heute Abend satt. Sonst tun wir mehr Eier rein. Ich hätte Kroatien übrigens für mich überhaupt nicht auf meiner Urlaubslandkarte gehabt. Dass es hier so schön ist. Und so, ich will dir nicht zu nahe treten, aber so entwickelt ist. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Ich glaube, ich habe so ein Bild aus den 80ern, Bulgarien-Urlaub mit meinen Eltern. 88, okay. Schön Goldstrand. Ja. Was hat Kroatien denn? Was kann Kroatien wirtschaftlich bieten? Und dann hörte ich diesen Satz, unser Export ist der Tourismus. Ja. Punkt. Wie Punkt? Das ist es. Ich sehe einen. Wo? Da, an dem Balken entlang. Ach, da! Siehst du den da? Okay. Dann habe ich auch einen gefunden. Ins Körbchen. Das reicht für heute Abend. Ich bin auf Diät.
Ich habe schon den Eindruck, dass die Kroaten Schiss haben vor der EU, misstrauisch sind. Wie würdest du es beschreiben? Nö. Also weder misstrauisch noch Angst vor der EU haben. Die Kroaten sind seit jeher EU. Gefühlt, ja. Ja, also wir sind immer schon Europa gewesen. Und von daher rührt auch halt eben so ein Gefühl von, ja, beleidigt sein. Weißt du, es gehen irgendwie, kommen Rumänen rein, Bulgaren rein, die wirtschaftlich selbst schlechter als wir sind. Und nie so zu Europa und auch gerade zu dem deutschsprachigen Raum gehörten wie wir. Wohl sein. Man bricht so, den Spargel in, genau, Stückchen. Das Leckerste und das Wichtigste sind oben die Spitzen. Okay. Was wünschst du dir von der EU? Von der EU wünsche ich mir eigentlich, dass der Druck, der jetzt in den Beitrittsverhandlungen aufgebaut wurde, nicht nachlässt. In Sachen Korruption, in Sachen Rechtsstaatlichkeit, in Sachen Justiz. Und nicht die Situation eintritt, so, wir haben jetzt uns bemüht, haben Veränderungen eingeleitet und die sind noch nicht zu Ende, haben noch keine Resultate endgültig gezeigt. So, jetzt sind wir aber drin, na super, fertig. Ne? Woran merkst du konkret Korruption? Du, das kann ich dir ganz genau sagen. Wir haben das Hotel eröffnet und ich bin da sehr redselig deutsch rangegangen, ne, habe alle Bestimmungen, soweit ich sie wusste, erfüllt. Keiner kam. Ne, irgendwann kam plötzlich eine Inspektorin vorbei. Und die sagte dann, ja, wir müssen Sanitärprobe nehmen, von den Gläsern und so. Tun Sie sie in die Spülmaschine. Ich sag, ja, aber Sie wollen doch, ich habe es gar nicht verstanden. Der Ding war, ich sollte ihr was geben, 50 Euro, 100 Euro. Die Gläser kommen in die Spülmaschine, sind natürlich desinfiziert, clear. Sie macht ihren Abstrich, alles ist in Ordnung. Also und so läuft das ständig ab. Und das ist das Problem in Kroatien, nicht die große Korruption. Ich meine, das ist auch ein Problem, ne? Aber die kleine. Aber wie willst du das denn da rauskriegen? Die Korruption. Ja. Die Korruption kriegst du nur raus, wenn die Leute anfangen, an den Staat zu glauben. Ich probiere jetzt mal. Ja, was soll ich jetzt auch sagen? Ja, Findest du nicht lecker? Doch, natürlich finde ich das lecker. Ich habe den Spargel gefunden. Genau. Meine Reise durch Kroatien ist jetzt zu Ende. Ich freue mich auf das 28. Mitglied der Europäischen Union. Es ist ein gutes und wichtiges Zeichen für Frieden und Zusammenhalt. Und ich mag die Leichtigkeit der Menschen hier. Und vielleicht bekommen wir ja wirklich was davon ab.